Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battle 2 und zwar hier im Elektro. Quartier. Ich habe immer noch keinen Namen irgendwie dafür gefunden, aber ich glaube, das wird auch nichts mehr bis zum AB werden. Demzufolge würde ich sagen, lassen wir Dominik nicht weiter warten. Wir haben lang genug gelabert und dieses Team hier erklärt und dann schauen wir mal, was das so bringen wird und welche Pokémon Dominik mit an Bord hat, denn einen Liga-Run hat er bereits und jetzt startet er seinen zweiten und er bringt tatsächlich Bisaflor mit. So ein Pokémon, wo wir nicht allzu viel gegen haben. Pixie ist eine weitere Sache, die ich ungern sehe. Es kommt drauf an, welche der beiden Fähigkeiten er spielt. Wenn er Unkenntnis hat, dann kann er Voltriant damit ziemlich gut aufhalten, was sich ja pushen soll und so weiter. Und generell haben wir keinen sehr effektiven Move gegen Pixie. Das ist generell so das Problem am Elektro-Typ, ne? Dass man da nicht allzu viele Moves hat, die man wählen kann. Okay, ansonsten hat er noch Staraptor, Magirna, was natürlich ultra gefährlich wird, Porygon Z wird ultra gefährlich und Slymog ist ebenfalls nicht ohne. Also das wird eine harte Number. Interessant, dass er Staraptor mitnimmt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das mit Walschall spielen wird, weil als physisch defensive Wall oder sowas bringt ihm das halt gar nichts. Also Walschall achtlos wird es sein und da müssen wir ordentlich aufpassen. Gerade weil unsere physisch defensive Wall eben Flug nur neutral abwehrt. Aber da haben wir dann im Prinzip unser Geowatz ganz gut als Alternative. Ich überlege gerade, mit wem ich leaden möchte. Ich glaube, Gisela trifft ziemlich viele Pokémon gut, außer Bisaflor und Pixie. Und ob das der Lead sein wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir schauen einfach mal. Okay, das wird ein super hartes Match, weil das super starke Pokémon sind. Jedes einzelne schon sehr stark, aber ich glaube, da sind auch einige Synergien noch drin versteckt oder sehr offensichtlich. Gerade Bisaflor und Slymog ergänzen sich schon mal ganz gut, weil Psycho dann neutralisiert werden kann und so weiter und so fort. Deswegen für uns wird das eine sehr, sehr harte Angelegenheit, ein sehr, sehr harter Test erst einmal. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja was. So, Magirna war da dann noch, Porygon Z. Grauer Star kommt. Das ist Staraptor. Oh, das ist nicht schlecht. Hat er Bedroher? Nee, ne? Nope. Perfekt, perfekt, perfekt. Da kann er eigentlich nicht viel machen. Er kann aber auf die Kehrtwende gehen und das wird sein Ziel sein. Ah, ja, okay, okay. Die Kehrtwende wird sein Ziel sein. Einfach um sowohl von Gisela die Robustheit zu zerstören, als auch eben von Zäpfchen. Okay. Dann, warte mal, welche Pokémon fehlen mir jetzt hier noch? Staraptor habe ich noch nicht notiert, wie immer. Das Pokémon, was vorne kommt, natürlich nicht. Und Pixie fehlt mir noch, okay. Ja, hat der Auflockern Turbodreher irgendwo? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass Staraptor Auflockern hat. Und ich glaube, sonst kann das kein anderes Pokémon lernen. Das heißt, was wir rauslegen, das legen wir raus. Und da ich mir hundertprozentig sicher bin, dass er rausgehen wird mit der Kehrtwende, drücke ich auf die Tarnsteine, ja. Ansonsten wäre ich auf die Steinkante gegangen, aber die Kehrtwende ist eben super offensichtlich und die wird leider Gottes auch gar nicht mal so wenig Schaden machen. Aber wobei geht. Dafür, dass es neutraler Schaden war, hätte ich mit ein bisschen mehr gerechnet von einem Staraptor, aber okay, in Ordnung. Können wir, denke ich, mit leben, dass es nur so ein paar Kapierchen sind. Ich meine, Geowatz ist natürlich auch super stark. Unsere gute alte Gisela. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das hier weitergehen wird, was er jetzt reinschickt. Herr Framftel. Okay, und das ist Bisaflor. Ja, Bisaflor ist schon mal direkt so eine Sache, weil wir dagegen nicht allzu viel haben, ne? Wie gesagt. Und er könnte theoretisch Toxin spielen, was ich natürlich nicht allzu gern sehen würde. Gegen beispielsweise Toktok. Und da ist jetzt natürlich die goldene Frage. Möchte ich Toktok hier reinwechseln oder gehe ich auf Brandon? Was bringt mir Brandon? Brandon bringt mir gar nichts. Damit kann ich gar nichts gegen Bisaflor machen. Ja, mit Kakashi auch nicht. Treffen wir auch noch nichts effektiv. Mit Rai. Ja, Spukball. Vielleicht die HP, aber Spukball wird stärker sein, wenn da die Speckschicht erstmal drauf ist. Das heißt ja, Toktok ist schon unsere beste Wahl. Ich denke mal, er weiß, dass ich rausgehe. Und wird deswegen auf Egelsamen drücken oder auf Toxin. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit Gisela drin bleiben, aber Gisela wird halt nicht unglaublich viel Schaden machen. Weil Steinkante nur neutral trifft, das macht maximal die Hälfte. Je nachdem, ob er das physisch oder speziell spielt. Aber wird er jetzt auf Toxin drücken? Wird er Toxin drauf haben? Synthese wird er haben, Gigasauger, Matschbombe, Egelsamen, oder? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er Toxin drauf hat. Nicht auf dem Pokémon. Von daher gehen wir mal raus.
Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Wenn jetzt Toxin kommt, dann, ja, dann halt Pech, ne? Wir gehen raus in Tok Tok. Eine alte Legende kehrt zurück. Eines meiner ersten Pokémon im Competitive-Bereich. Und ja, wir erhöhen unseren Spezialangriff. Das ist eine super wichtige Information für uns. Denn jetzt wissen wir, okay, dieses Bisaflor ist physisch defensiv und nicht speziell defensiv. Es kann natürlich auch Mixed sein, aber speziell sollten wir da deutlich besser durchkommen. Und gut, dass wir rausgehen, denn es kommt der Gigasauger. Okay. Auf seiner Seite ist es, denke ich mal, ziemlich offensichtlich, dass er jetzt entweder Slimog reinschicken wird, wenn er eine Psychokinese predicted. Oder auch generell speziell tanken will. Oder Magierna wäre eine Option für ihn. Vielleicht auch Pixie. Das wäre auch möglich. Ich denke, der beste Middle Ground Play und womit wir unsere Psychokinese auch nochmal geheim halten können, wäre erstmal die Triplette. Und genau das würde ich jetzt, glaube ich, machen wollen, weil damit können wir irgendeine Statusveränderung bekommen. Sowohl auf Magierna als auch auf Slimog. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Was machen wir allerdings, wenn Magierna und Slimog reinkommen? Was haben wir dann für Optionen? Gegen Magierna? Magierna müssen wir eigentlich nicht unglaublich Angst haben. Ich meine, wir können dagegen auch nicht allzu viel tun. Aber es wäre jetzt nicht die allergrößte Gefahr. Slimog hingegen, ja, da müssten wir schon fast auf Gisela gehen. Wäre natürlich eine Option, aber das Ding kann auch Erdbeben, ne? Alola Slimog. Und Erdbeben wird er sehr wahrscheinlich dabei haben. Deswegen haben wir da, ehrlich gesagt, nicht allzu gute Switch-ins rein, weil Brandon hart getroffen wird und so weiter. Aber okay, wir gehen erstmal auf die Triplette und dann gucken wir, was passieren wird. Dass er rausgeht, war sehr, sehr offensichtlich. Und Fairy Tail kommt rein, das klingt mehr nach Magierna. Nee, nach Pixie. Pixie, okay. Und es bekommt Tarnsteinschaden. Das ist nicht gut, weil dadurch wird der Push jetzt nicht mit reingezählt. Es hat also Unkenntnis. Bedeutet aber auch, es wird von Toxin getroffen. Und das ist schon mal eine wichtige Information. Allerdings hat er drei Pokémon, die Toxin eben, die immun gegen Toxin sind. Mit Bisaflor, mit Magierna und mit Slimog. Also nicht hundertprozentig optimal. Wie sieht's aus? Will ich da Brandon jetzt reinschicken? Ich glaube, Brandon will ich nicht unbedingt reinschicken. Pixie wird auch locker Toxin haben, oder? Ich glaube schon. Und deswegen werde ich jetzt in eine Reihe reingehen und werde mir schon mal meinen Init-Boost holen. Und damit werden wir dann auch ein Staraptor safe outspeeden. Und das weiß er nicht unbedingt, dass wir Rasanz hier spielen. Kosmikkraft kommt. Oh, das ist ziemlich ekelhaft. Sehr, sehr ekelhaft. Aber wie gesagt, Naja, okay, ich ahne, woraus das hinauslaufen wird. Ehrlich gesagt. Und zwar auf einen sehr ekelhaften Push in der Defensive. Und ich denke, er wird dann Vitalglocke noch spielen, um gegen Toxin geschützt zu sein. Aber wir müssen es probieren, da ein Toxin raufzuballern. Ja, aber wir werden insgesamt auf jeden Fall ordentlich Probleme bekommen gegen dieses Fairy Tail, weil es sich pushen kann. Und dann gibt es da wenig Möglichkeiten. Es kann sich hochheilen mit Weichei und so weiter und so fort. Demzufolge könnte es schon sein, dass das ein super ekelhafter Kampf wird. Bei dem wir einfach nichts machen können. Bei dem wir einfach komplett unterlegen sind. Aber ja, wir können immer noch Steinkanten-Crits oder sowas, ne, darauf hoffen. Aber schwierig. Ja, ich werde auf Brandon gehen. Ich werde auch auf Toxin drücken, auch wenn er rausgehen kann. Das ist mir ziemlich egal. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Feuersturm kommen wird. Ne, er geht auf Kosmikkraft. Und ja, okay. Wahrscheinlich, also ich tippe jetzt mal auf Kosmikkraft, ne, als Move. Dann Wunschtraum oder Weichei, um sich hochzuheilen, die Vitalglocke. Und dann, glaube ich, wird er noch zusätzlich Kraftvorrat haben. Das ist eine Psychoattacke, Stärke 20. Und für jeden Push wird es um 20 Punkte stärker. Das heißt, pro Kosmikkraft um 40 Punkte stärker. Das heißt, momentan ist er schon bei einer Stärke 100 Attacke. Und es kommen eben noch 8 Pushes oben drauf. Das heißt, 8 mal 20 an Stärke noch 160, also noch drauf. Also eine Stärke von 260. Und dann wird er uns auch offensiv nicht mehr viel Zeit lassen. Ja, ich muss auf Toxin gehen. Wie gesagt, ne, viel Wahl haben wir dann nicht. Wir haben noch den Leitheiler potenziell. Das ist okay. Aber wie gesagt, er wird die Vitalglocke haben. Er wird jetzt nochmal auf Kosmikkraft gehen, dann auf die Vitalglocke. Und, oh, er geht auch auf Toxin. Das ist schon mal gut, weil er dann einen Move weniger drauf haben kann. Und irgendwas Offensives muss er haben. Krass, dass er jetzt auf Toxin geht. Okay. Ja, so jetzt ist Kosmikkraft schon ziemlich übel. Am Start. Plus 2 ist er, ne? Aber Toxin macht halt Damage.
Aber das muss ihm klar gewesen sein, deswegen verstehe ich nicht. Er muss irgendwas dagegen haben. Aber wenn er was dagegen hat, dann hat er entweder keine heilenden Attacken. Oder keine Angriffsattacke. Oder keine Vitalglocke. Irgendwo ist der Schluss, was den Movepool angeht. Und ich denke, gehe ich jetzt nochmal auf Gisela raus. Ist die große Preisfrage, ne? Aber ich denke, Gisela macht hier schon mit am meisten Druck. Weil die Steinkante eben auch critten kann. Und dann würde das, glaube ich, schon sehr gut wehtun. Ja, das muss ich machen. Ich denke, das ist der beste Move. Brandon jetzt drin zu lassen, das wird gar nichts bringen, ne? Auch ein Blättersturm macht auf plus 2 in der speziellen Def nichts mehr gegen den Pixie. Mondschein hat es. Okay, das heißt Mondschein, Toxin. Mondschein, Toxin, Kosmikkraft. Da muss er ja irgendwas Offensives haben. Ich glaube nicht, dass er komplett Toxin stallen wird jetzt hier. Demzufolge wird ihn Toxin dann irgendwann downwiggeln. Und damit kann ich leben. So, wir gehen auf die Steinkante. Und machen jetzt hoffentlich ein bisschen Druck. Vielleicht landen wir sogar einen Crit. Erhöhte Crit-Chance haben wir. Das sieht nicht nach einem Crit aus. Er hat... Alter, ist es wirklich ein reines Toxin-Stall-Set? Wow. Das ist sowas von unsexy. Also ich konnte es mir auch ohne Vitalglocke ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber wirklich nur Toxin, Vitalglocke, Mondschein, Kosmikkraft. Oh wow, das ist... Also ich weiß nicht, ich würde es schon fast unsportlich nennen, aber okay. Wenn man das spielen will, dann... Ja, das ist weder für euch noch für mich oder noch für ihn ansehnlich meines Erachtens, aber okay. Vielleicht kriegen wir einen Steinkanten-Crit irgendwann. Jetzt kommt nochmal Toxin, damit kann ich leben, weil wir outspeeden aktuell. Und jetzt haben wir die beste Chance, das Ding rauszunehmen. Wenn wir es jetzt nicht rausnehmen, dann... Ja, dann kann ich auch schon fast auf Aufgeben drücken, also... Ist halt leider Gottes so. Und... Also ganz ehrlich, ich will diesen Kampf jetzt noch mehr gewinnen, weil ich möchte nicht hier nach dreimal mit so einem ekelhaften Pixie kommentieren. Ganz ehrlich, never. Never, never, never. Ich meine, er hat die Schwäche von Elektro gut erkannt, dass ich fast nichts habe, was ich in Toxin oder so reinwechseln kann, weil dagegen wäre, hätte ich halt einen Magnezone, ne, könnte er mit dem Ding gar nichts machen. Und ich hatte ja schon einen Magnezone im Team und ich habe auch jetzt überlegt, ob ich Magneton mit reinnehme, ne, aber, ja, habe ich leider nicht gemacht. So, Steinkante kommt, trifft, Crit, bitte. Tu mir den Gefallen. Ne. Ja, ich denke, das ist für euch nicht interessant, das ist für mich nicht interessant. Euch kann ich den Gefallen tun und werde ab hier einen Zeitraffer reinmachen. Ja. Und entweder wird Pixie uns komplett downstallen, dann ist das so. Oder wir kriegen das Pixie irgendwie rausgenommen. Let's go. Bam, bam. Steinkante Mist, ja. Selbst ein Crit wird nicht reichen, glaube ich. Und Disconnect auch noch. Wuhu! Da freue ich mich ja aber. So, wir sind jetzt hier wieder angekommen im Steinkanten-Battle. Wir haben gesagt, Hex, egal was passiert, lassen wir gelten. Ist egal jetzt. Das heißt, ich kann sowohl Steinkanten-Crit bekommen, als natürlich auch mit der Steinkante missen. We will see. Ich glaube, das ist unsere einzige Möglichkeit, hier noch was zu reißen. Oder natürlich mit Voltgiant oder so den Crit zu bekommen. Irgendwie sowas in die Richtung. Und wir haben zumindest ganz gut Schaden jetzt gemacht. Wenn wir jetzt den Crit bekommen, dann können wir Pixie vielleicht rausnehmen. Das wäre schön. Aber ja, mal schauen. Ich denke mal eher, es wird ein Steinkanten-Miss kommen als ein Crit. Ich glaube, die Chance ist auch... Boah, ich weiß gar nicht, welche Chance höher ist. Ich glaube, Crit könnte so 25% sein und Steinkanten-Miss 20%. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, schauen wir mal. Steinkante kommt, trifft. Crittet leider nicht. Ja, von ihm natürlich der Mondschein. Ich habe ihm jetzt auch gesagt, er soll, auch wenn es ekelhaft ist, er soll jetzt halt so zu Ende spielen und jetzt nicht zwischendurch abbrechen oder so, ne, wenn es keinen Sinn macht abzubrechen. Deswegen schauen wir mal. Ja, was vielleicht passieren könnte, ich weiß nicht, dass wir halt wirklich sehr guten Damage machen, bevor Gisela dann down geht. Ich glaube, jetzt müsste auch Toxin so kommen. Steinkanten Miss, ist okay. Den hatten wir ja vorhin schon bekommen, von daher ist relativ egal, wann wir den Steinkanten Miss bekommen. Er muss jetzt im Prinzip auch theoretisch schon nichts anderes mehr machen.
als nur noch sich gegenheilen mit Mondschein. Dann würden aber seine AP irgendwann zur Neige gehen, deswegen, ja, gucken wir mal, wie wir das machen. Ich denke mal, ich werde jetzt so einen Steinkanten-Run raushauen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eben die Möglichkeit haben zu töten. Und danach werde ich dann rausgehen, um Toxin nicht länger triggern zu lassen. Ich versuche, das Beste aus dem Kampf zu machen. Aber ja, das Beste wäre jetzt, glaube ich, eben der Crit. Wenn wir nicht critten, wird halt ein Dings kommen, ein Mondschein. Und ja, wäre natürlich cool, wenn wir irgendwie sowas wie Sandsturm hätten oder so, wodurch Mondschein, glaube ich, zumindest nur noch 25% macht. Dann würde ihm das auch nicht mehr so viel bringen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr, ne? Je öfter er Kosmikkraft rausbekommt, desto, ja, anders wird das dann halt. So, Steinkante, let's go! Vielleicht kriegen wir den Crit, selbst wenn, weiß ich nicht, ob der reichen würde. Also wir kriegen ihn jedenfalls nicht. Er geht aber nochmal auf Kosmikkraft und das ist schon hart risky, ehrlich gesagt. Denn Crit könnte das jetzt wirklich beenden. Deswegen wäre Mondschein, glaube ich, der bessere Play gewesen. Aber ja, andererseits muss er damit wahrscheinlich auch so ein bisschen haushalten. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber gucken wir mal. So, Gift verletzt uns weiter. Wir gehen auf die Steinkante again. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kommt ja jetzt der Crit. Wir treffen auf jeden Fall wieder. Nope, kein Crit. Und von ihm Mondschein. Okay, dann werden wir jetzt rausgehen mit Geowatts. Sind leider auch schon zu lange drin geblieben. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre irgendwie Toxin zu stallen. Also sein Toxin auszustallen, indem wir immer genau dann reinwechseln in irgendetwas, was dann Toxin-Schaden frisst. Hm, ja, aber irgendwann, ne, wenn er zu hoch ist, dann brauchen wir halt auch schon 2-3 Crits in Folge. Theoretisch. Deswegen, I don't know. Ich denke mal, ich werde jetzt... Gehe ich jetzt in Brandon erstmal? Ich glaube, ich gehe erstmal in Rai. Ja, da können wir einen Voltwechsel nochmal raushauen. Wäre eine Option. Ich meine, ich könnte auch auf Spukball drücken und so weiter und hoffen, dass wir Spezialverteidigungsdrop bekommen. Und dann kann er halt wieder auf Kosmikkraft drücken. Demzufolge ist es vollkommen egal eigentlich, was wir hier machen. Ja. Okay. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt grundsätzlich kommentieren soll. Ich kann eine Geschichte über mein Leben erzählen. Das könnte ich machen. Wir gehen auf Voltwechsel, dürfte sogar noch einigermaßen Schaden machen, denke ich mal. Zumindest so 10% oder so. Ja, macht gar nichts mehr schon. Okay. Alles klar, alles klar. Ich denke, wenn, dann müssten wir eigentlich schon fast jetzt wieder reingehen in Gisela. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Weil, ja, keine Ahnung, wir müssen schon 2 Steinkanten-Crits in Folge mittlerweile hinbekommen. Da kommt auf jeden Fall Toxin. Geht ins Leere. Okay. Ja. Okay. Noch würden wir einmal Toxin überleben, glaube ich. Ne? Hat gerade 9 KP gemacht, das heißt, wir würden erst 18 KP verlieren. Okay. Gehen wir auf Steinkante. Missen sie. Okay. Das war unsere vorletzte Steinkante, die wir raushauen können. Sowohl lebenstechnisch als auch auf anderer Seite. Hätten wir noch irgendwie Wunschtraum oder so irgendwo gehabt? Ich habe überlegt, ob ich das mit reinnehme irgendwo, aber es gibt halt nur so, ich glaube nur Pikachu, also die Raichus, Togedemaru und Minun und Plusle können das lernen. Demzufolge hatte ich da jetzt nicht so die allzu krasse Option, ehrlich gesagt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in Zäpfchen. Ja, wir müssen halt darauf warten. Im Prinzip, dass seine AP leer gehen. Und bei Kosmikkraft und so weiter könnte das schon ein bisschen dauern. Okay, schauen wir mal, wie das ausgehen wird. Rotom hat ja zumindest immer die Überreste noch, die entgegenhalten. Ne? Das heißt, wir können unproblematisch immer in Rotom reingehen. Das ist ganz gut. Dann bleibt Gisela zumindest mit 2 KP noch am Leben. Und ja, dann bleibt uns halt nichts anderes übrig, als die AP zu stallen. Und zu hoffen, dass die Internetverbindung in der Zeit nicht abbricht. Das ist natürlich essentiell wichtig. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und wenn wir dann irgendwann sehen, okay, er geht auf Verzweifler, dann können wir eben ohne Probleme auf Dings gehen. Auf Brandon und dann toxinieren. Bis dahin muss Brandon halt durchhalten. Bis dahin wird alles in unserem Team toxiniert sein. Ja, und dann wird es auch gegen Mega Bisaflor und den Rest, inklusive Polygon Z zum Beispiel, natürlich schwierig werden. Aber ja, so... Ich denke mal, ich gehe jetzt im Blitzer raus. Ich werde jetzt auch gleich nicht mehr auf Voltwechsel drücken. Das ist nämlich eigentlich ziemlich dumm, weil Schaden machen wir eh keinen. Und wenn Blitzer jetzt toxiniert wird, ist es okay, weil das ist sogar eine Sache, die ich noch wollen würde. Die ich ganz okay finde. Er geht auf Vitalglocke jetzt schon, einfach um AP zu sparen. Ja, und wir gehen jetzt wieder raus natürlich auf Brandon. Denn Brandon verliert keine KP, glaube ich zumindest, ne?
Müsste eigentlich so sein, dass Toxin und Überreste sich komplett ausgleichen in der ersten Runde und wir deswegen ewig auf 148 KP bleiben. Und momentan geht er halt immer auf Toxin. Das finde ich gut. Ich denke mal, jetzt wird er auch nochmal auf Toxin gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, um nochmal was zu toxinieren, aber das ist okay. Damit kann ich leben. Und meine einzige Chance ist halt, Toxin zu stallen und deswegen werde ich das auch machen. Und der Blitzer ist da die wahrscheinlich beste Adresse, um Toxin zu fressen, weil dann triggert zumindest Rasanz. Dann haben wir etwas gegen Porygon Z nachher. Oh, Toxin Mist, perfekt, wunderbar, das gibt uns eine gratis Runde. Finde ich sehr schön. Er wird jetzt, glaube ich, nicht auf Toxin gehen. Ich möchte aber, glaube ich, auch mit Brandon. Wobei, ich könnte mit Brandon auf Lightheiler jetzt drücken einmal, ne? Weil Pixie müsste ziemlich, ziemlich viele KP haben. Und dann sollten wir uns eigentlich ziemlich gut hochkeilen können. Und er geht nochmal auf Toxin. Das finde ich super, weil wird Toxin verschwenden. Er wird jetzt gleich ebenfalls nochmal auf Toxin drücken. Und das ist halt das Wichtigste, dass von mir nicht alles toxiniert ist. Weil AP stallen können wir ohne Probleme. Wie ihr seht, wir haben Brandon und alles andere wird dann immer 10 KP oder so verlieren. Das heißt, wäre gut, wenn wir noch irgendwo einen Giftschleim oder so hätten, dann hätten wir unendlich hin und her wechseln können. Aber wenn wir irgendwo einen Giftschleim hätten spielen können, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht das Problem. Wir können sogar relativ häufig auf Lightheiler drücken, fällt mir mal auf. Er geht raus jetzt. Okay. In Ordnung. Okay, er hat jetzt scheinbar selbst keinen Bock mehr auf die Sache. Wie gesagt, ich habe zu ihm gesagt, zieh es durch, ne? Aber er sieht halt auch, denke ich mal, dass das auf nichts hinausläuft. Insgesamt. So, wir sind wieder fit. Magi verliert ein paar KP. Finde ich okay. Schade, dass wir nicht auf Blitzer gegangen sind jetzt in dem Zug. Da wäre das gar nicht mal so verkehrt gewesen. Aber okay. So, Brandon ist natürlich eher physisch defensiv. Was wird er machen? Wird er sich aufsetzen? Ich vermute mal schon, ne? Ich vermute mal ehrlich gesagt schon. Ist natürlich die Frage, mit was? Irgendwie sowas in Richtung Gedankengut wäre natürlich gut möglich. Und er hat halt auch die Attacke, womit er sich aufsetzen kann in der Init, ne? Das heißt, das würde ziemlich schwierig werden für uns auf Dauer. Deswegen muss ich da eigentlich schnellstmöglich irgendwie Schaden reindrücken. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das am besten? Rai wäre schon mal eine ganz solide Möglichkeit, ein ganz solider Anfang. Zäpfchen wäre okay. Das Ding ist, er kann keine Dings mehr haben. Oder wir gehen auf Kakashi. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil Kakashi sollte auch outspeeden. Oder wir gehen auf Zäpfchen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt angreifen wird. Ich glaube, er wird sich pushen. Und hier hätten wir eine HP Feuer. Ob das jetzt der beste Move ist, den wir haben, weiß ich nicht. Aber wir können es probieren. Keine Ahnung. Der Donnerblitz von Voltrian wäre sicherlich stärker, aber Voltrian brauchen wir halt auch noch. Und Voltrian, weiß ich nicht, ob ich da Kanonenbouquet fressen möchte. Er geht auf Delegator. Okay, das ist aber in Ordnung. Ich weiß nicht, kann Magierender sich heilen? Hat das Ding Wunschtraum? Ich glaube nämlich nicht, ne? Obwohl es natürlich so aussieht. Aber ich glaube nicht. So. Mal gucken, was er machen wird jetzt. Wir gehen erstmal auf die HP. Ich hoffe, dass es über 25% macht, aber sollte eigentlich. Selbst mit Offensivweste, oder? Nein. Okay. Das ist natürlich ganz schlecht. Zumal jetzt schon der Zauberschein kommt. Und uns crittet. Na, ungünstig, ungünstig. Aber mit Voltwechsel können wir den Delegator jetzt wegmachen. Er kann danach theoretisch wieder auf Delegator drücken. Okay, aber ich denke, ich werde erstmal auf Voltwechsel gehen, ansonsten bin ich jetzt down und das möchte ich eher nicht. Da möchte ich lieber den Delegator jetzt hier zerstören. Okay, dann entsteht zumindest zwischenzeitlich mal wieder sowas wie ein Kampf. Pixie kann natürlich jederzeit wieder reinkommen und da können wir recht wenig gegen machen dann. Selbst wenn wir wissen, dass es reinkommt. Ja, ich denke, Tok Tok wäre hier die beste Wahl. Ich meine, klar. Ha, wir kriegen den Delegator halt nicht wirklich zerstört, ne? Wird jetzt wieder ein Delegator kommen, ist die Frage. Wir haben halt auch gegen Magierender wieder so wenig, ne? Und Tok Tok, wird er Toxin spielen noch zusätzlich? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also können wir mit Tok Tok eigentlich ein bisschen stallen. Wenn es hier schon ein Stall-Match wird, dann ziehen wir das halt durch, Alter. Nehmen wir das halt ein Stall-Match. Angriff, ne? Ja, leider. Ist aber okay. Zauberschein kommt auch nur. Das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wer von beiden outspeeden wird. Ehrlich gesagt. Aber ich werde erstmal versuchen zu outspeeden. Triplette von uns trifft irgendwas zumindest. Okay, let's go. Triplette. Er bleibt drin mit Gedankengut. Okay, ich wusste doch, er wird irgendwas haben. Dann
wird schwierig werden. Er outspeedet auch gerade noch. Deswegen brauche ich theoretisch den Freeze oder die Para gegen Magi. Das wäre ziemlich gut. Na, bekomme ich aber leider nicht. Das heißt, jetzt könnte er relativ problemlos auf den Delegator drücken. Und das darf ich eigentlich nicht zulassen. Eigentlich nicht. Die Frage ist, was soll ich dagegen machen? Großartig, ne? Fuck it. Ja. Ich könnte natürlich versuchen, jetzt schon mit Voltriant loszulegen. Ist vielleicht auch das Beste, um das Ding noch irgendwie aufhalten zu können. Er könnte aber nochmal auf Gedankengut gehen. Wird er das machen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Dann wäre er schon auf plus 2. Oder er geht auf den Delegator. Ich glaube, ich würde gerne auf irgendwas mit Volt wechseln erstmal gehen, wobei ich dann schneller bin als er und rauswechseln würde. Ach, keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde auf Voltriant gehen. Das ist das Beste, was wir machen können. Wenn der Delegator noch zerstört ist, könnte ich eine normale Hypnose vielleicht raushauen. Das bringt, denke ich, mehr, weil den Init Boost brauche ich ja aktuell nicht. Greift er an? Er geht auf den Delegator, ja, okay. Aber er verliert dadurch halt schon mal eine ganze Menge KP. So, ich glaube, ich werde jetzt sowieso nicht mit einem Hit den Delegator down kriegen können. Weshalb ich erstmal auf Schweifglanz drücke. Dann ist natürlich die Sache, wird Voltriant wahrscheinlich sterben. Ne? Und Voltriant ist so ein bisschen unser, also durch zwei Attacken. Aber ein Donnerblitz wird nicht reichen. Never. Ja, ich muss auf Schweifglanz gehen. Ist halt mega kacke, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Jetzt hätte ich sehr gerne einen Voltwechsel drauf, um Kakashi nochmal in Sicherheit zu bringen. Kanonenbouquet kommt direkt. Ja klar, da habe ich eben noch dran gedacht. Werden wir nicht überleben können. Dafür sind unsere Verteidigungswerte zu gering. Wow. Echt das spaßigste Kämpfchen, das ich seit langem hatte. Einfach nur reiner Abfuck. Ich meine, Magierner geht noch. Aber ja. Schön ist das nicht. Schön ist das nicht. So, er ist jetzt auf plus 1 nur noch, glaube ich, ne? Ja, was soll ich dagegen machen? Keine Ahnung. Ich muss jetzt irgendwie den Fokusgurt brechen und dann mit Erdbeben angreifen. Einfach nur lächerlich. Aber okay. Gehe ich auf die HP. Die reicht halt nicht aus, ne? Aber dürfte mehr Schaden machen als der Voltwechsel, oder? Ja, aber auch nicht viel mehr Schaden. Gehe ich auf den Voltwechsel und danach nochmal auf den Voltwechsel von Blitzer. Was soll ich machen? I don't know. Hoffen wir nur, dass die nächsten Kämpfe interessanter werden. Den habe ich hier safe verloren. Das ist. Selbst wenn ich jetzt mal hier noch irgendwie down kriege, komme ich an Pixie nicht vorbei und so weiter und so fort. Ja, Zauberschein auf plus 1 sollten wir sogar noch tanken. Blitzer hat eine ganz gute spezielle Verteidigung. Jo, sieht ganz in Ordnung aus. Ja, gehe ich jetzt auf Donnerblitz. Ich meine, Blitzer wäre noch wichtig. Sehr wichtig. Staraptor nimmt uns halt schon komplett auseinander, ne? Ansonsten. Ja, keine Ahnung. Eidon Knopf. Gehen wir auf den Voltwechsel. Wird, glaube ich, nicht reichen, um den Delegator zu brechen, oder? Zweimal Voltwechsel? Denke nicht. Ah, doch. Okay. Dann muss ich jetzt leider irgendwas opfern. Klebenetz wäre natürlich noch cool, aber ich glaube, Zäpfchen bringt uns insgesamt am wenigsten von allen. Weil die gegnerischen Pokémon jetzt auch nicht überheblich übel schnell sind. Ja, da kommt nochmal der Delegator, hat er gut gemacht. Oh. Okay. Soll ich. Also ich bin so knapp davor, einfach aufzugeben. Das ist einfach nur Krebs. Ah, fuck off. Das muss ich mir nicht antun, das muss ich euch nicht antun. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt. Ich würde jetzt mit Voltula wahrscheinlich auf HP drücken. Ah, ach, fuck off, Alter. Ich spiele es jetzt noch zu Ende. Let's go.
Also ich verstehe halt, dass man in der Liga ein bisschen mehr tryhardet, ja. Aber dass man komplette Scheiße spielt, ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist, ehrlich gesagt. I don't know. So, Zauberschein müsste reichen, ne? Jo. Dadurch ist das Ding jetzt auf plus 2. Ist aber eh komplett irrelevant. So. Dann werde ich jetzt nicht nochmal rausgehen, sondern drücke jetzt auf die HP. Diese ist etwas stärker. Und dann sollte der Delegator eigentlich wieder gebrochen sein. Mal sehen, ob er dann wieder auf den Delegator drückt. Vielleicht, gut möglich. Ja, halt auf zu wirken. Von ihm wäre halt das Klügste. Okay, er geht auf Gedanken, gut. Kann er natürlich auch machen. Hätte ich vielleicht doch auf Voltwechsel drücken sollen, dann wäre ich jetzt in Geowatz gekommen. Wird er sich noch weiter pushen? Jetzt wird er wieder einen Delegator aufsetzen, oder? Oder. Ja, eigentlich schon. Aber wir können zumindest mal eine HP raushauen. Das ist ja schon mal nicht so scheiße. Damit ist er zumindest unter der Hälfte und kann nur noch einen weiteren raushauen. Er geht aber auf Zauberschein jetzt. Damit kann ich absolut leben. Ich weiß nicht, ob wir mit Geowatz outspeeden. Hat er was in Erdbeben? Ja, hätte er Staraptor, aber dann wäre zumindest Magierna mehr als handelbar wieder. Beziehungsweise, wir haben halt nichts, womit wir Magierna noch aufhalten können. Demzufolge ist es eigentlich ohnehin egal, würde ich mal meinen. Ich glaube, wir können nicht mehr gewinnen, egal was wir machen. Außer er bleibt jetzt drin, dann vielleicht, I don't know. Ja, wenn er jetzt rausgeht, dann kommt er jetzt Staraptor. Hätte ich predikten können, aber bringt ja auch nichts. Gut. Dann ist jetzt, denke ich, klar, wir haben nur noch Blättersturm und Triplette Psychokinese gegen Magierna. Demzufolge können wir da rein gar nichts mehr machen. Und dann können wir uns das Ganze auch endlich ersparen. So. Ja. Ich denke, GG kann ich mir sparen. Das war keine Leistung. Herzlichen Glückwunsch zum Elektroabzeichen. Hoffen wir, dass wir in den nachfolgenden Kämpfen etwas Schöneres sehen als das jetzt. Vielleicht müssen wir uns dabei auch durchquälen. Aber macht euch keine Sorge. Wenn es wirklich super, super unansehnlich wird, dann kann ich das einfach weg. Und dann müsst ihr euch nicht nochmal durch sowas quälen. Gut, dann habe ich jetzt auch eine Stunde meines Lebens verschwendet. Ich hoffe. Ja, keine Ahnung. I don't know. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, Daumen nach oben braucht ihr für den Mist hier nicht geben, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.